München, Marrakesch. Für 350 Teilnehmer ging ein Traum in Erfüllung. Das Münchner Olympiagelände war am 23. September 1990 Treffpunkt und Ausgangspunkt einer abenteuerlichen Rallye. Nach wochenlanger Vorbereitung und Vorfreude erfolgten nun die letzten Handgriffe. Eine technische Überprüfung der Fahrzeuge vor dem Start war die Voraussetzung für die Teilnahme. Zusatzscheinwerfer bitte. Es knisterte, Spannung lag in der Luft, wenngleich die Teilnehmer gekonnt lässig den routinierten Offroad-Fahrer spielten. Alle warteten ungeduldig auf den Start. Versorgungs- und Servicefahrzeuge waren bestens ausgerüstet. Die Fahrt an die südfranzösische Küste zum Hafenstädtchen Sète war die erste Aufgabe, zählte aber nicht zur Wertung. Und dann die Runde, du musst nicht in Milano durch, Riesenstress. Ich muss hier die Abfahrt nehmen. Ja gut, aber wenn wir durchfahren, dann werden wir wahrscheinlich spät abends oder nachts in Mailand. Ja, ja. Geht schon los? Ach, so weit ist das nicht. So weit ist das bis da nun noch nicht. Du bist in 3 Stunden dort. Ja. Wir stehen vor dem Start der München-Marrakesch, der größten Geländewagen-Abenteuer-Rallye, die je aus Deutschland heraus organisiert worden ist. Die München-Marrakesch ist die andere Veranstaltung. Kein Rennen und Rasen, hier kommt es im Sinne einer Vielseitigkeitsprüfung auf fahrerisches Geschick im Gelände, Übersicht, intelligentes Verhalten bei schwierigen Bergetappen und gute Orientierung an. Den Teilnehmern sei gesagt, dass ihnen ein großes, ja großartiges Abenteuer bevorsteht. Ehrfürchtige marokkanische Blicke begleiteten unsere Fahrt nach Tifirassin. Dort war unser erstes Camp aufgebaut. Die Rallye war für alle eine besondere Herausforderung. Auch für den mehrmaligen deutschen Meister im Trail-Geländewagen, Rolf Seitz. Ja, das ist Neuland. Das ist was ganz anderes als das Trailfahren. Das geht auf Geschwindigkeit, es geht mehr aufs Material.
Das sind also schon große Unterschiede. Wir fahren hier mit dem Auto, mit dem Serieauto, nicht verbessert. Also ich will heim gesund kommen und ich will nach Marrakesch und ich möchte eigentlich, dass wir durchkommen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Meinte der bekannte Schauspieler Christian Kohlund. Nicht nur auf den Brettern der Bühne oder als Arzt in der Schwarzwaldklinik begeistert er seine Fans. Auch die Rolle des Geländewagenfahrers spielte er perfekt. Am nächsten Morgen der Start zum Prolog, der Beginn der Rallye. Neben der Gesamtwertung erfolgte die Einteilung der Fahrzeuge in Benziner und Diesel, nach Hubraum gestaffelt, Damen-, Senioren- und Mannschaftswertung. 30.000 Mark erhielt übrigens das Siegerteam der Gesamtwertung. Zuvor mussten allerdings 9 Etappen und mehrere Spezialtrials durchgeführt werden. Noch 30 Sekunden bis zum Start. Lüfter läuft. Ja. Vollautomatisch. Aber zumindest ein bisschen kühler, ne? 5, 4, 3, 2, 1, ab! Erste Begegnung mit Sand, Staub und Hitze. Lehrreiche Erfahrungen sammelten die Teilnehmer bei dieser ersten Etappe. Plötzlich verhält sich das Allradfahrzeug nicht mehr so, wie es sich der Fahrer wünscht. Die Strecke der ersten Etappe, ein ideales Übungsgelände. Mit Mut und Schwung klappt es. Wenn man die Strecke optimal findet, ist sie zu bewältigen. Aber wenn man einen Punkt verfehlt, dann ist man am Rotieren und am Suchen, war die rein, war die raus. Und das ist, wenn man nicht die richtige Stelle findet, schon gefährlich, aber sonst ist es eine wunderschöne Gegend hier. Also es ist herrlich anzuschauen, so die Berge, die verschiedenen Farben. Also es ist irgendwo ein Spaß. Ich meine, wir sind hierher gekommen, um Spaß zu haben, nicht hier denken zu gewinnen oder so. Meine, wenn wir gut platziert sind, wäre super. Aber an sich soll es ein Ersatz dafür sein, dass wir also nie die Paris-Dakar fahren konnten oder die Pharaonen-Rallye. Dafür haben wir das Auto mal gebaut. Aber es ist hier schon eine super Organisation, also ich muss schon sagen, also von der Streckenführung her gut. Dies waren die ersten Eindrücke von Teilnehmer Gerhard Koch, der zusammen mit Beifahrer Ralf Schmierer viel Gefühl für das Fahrzeug demonstrierte. Dies war auch notwendig, denn die kleinste Unaufmerksamkeit wurde erbarmungslos bestraft. Bei der Suche nach dem richtigen Weg, 3 Kontrollpunkte mussten gefunden werden, standen die Streckenposten hilfreich zur Seite. Wer vom Kurs abkam, wurde sehr schnell mit der Unberechenbarkeit dieser Landschaft konfrontiert. Liegt er bei dir auf dem Blech genau schon? Er liegt schon auf dem Blech drauf, also steht gut. Noch ein bisschen über Blech. Ja, aber pass auf, jetzt passiert nämlich Folgendes. Wenn ich hier was wegschlag, dann rutscht der garantiert hinten vom Heber ab. Dann müssen wir den Heber nur neu draufsetzen, ist ja kein Problem. Dann schließe ich die Batterie nur hier an, und wenn wir die dran haben, schauen wir, ob er wieder anspringt. Das mit einem eventuell rauskriegst. Da können wir schauen. Du sollst rutschen und alles Mögliche. Ja, okay, gut. Aus. Schauen wir mal. Genau. Sprech erst mal los. So, das ist fähig, das Geld, die Batterie aufzusetzen nach Hause. Aber jetzt kriegen wir schon hin. Da ist die zweite Batterie dabei. Gut. Mir nix. Anschluss ist da. Ja, da hinten hat es einen Punkt gegeben. Schauen wir, ob es noch drauf ist hinten. Ja, ja. Und
Alle noch da? Geht nix, lass ruhig. Na, der hängt da auch hier frei, da ist nur so ein Stück noch. Da müssen wir es haben. Wo ich ihn freischlagen muss. Nur dank des Fingerspitzengefühls unseres Piloten Sandro Brugnoli konnten wir diese Bilder trotz enormer Turbulenzen drehen. Mit dem Helikopter und zwei Mercedes-Geländewagen waren die beiden Kameramänner Max Neumeier und Franz Garhammer ständig und direkt am Ort des Geschehens. Oft diente ein steckengebliebenes Fahrzeug als Orientierungspunkt für die nachfolgenden Teilnehmer. Teamarbeit war von Anfang an gefordert. Mit unserem Heli und Pilot Sandro begleiteten wir die ersten Fahrzeuge ins Ziel. Die schnellsten waren nicht gleichzeitig die besten, denn es ging bei dieser Etappe um das Einhalten einer vorgegebenen Zollzeit. Über- oder Unterschreitungen der Richtzeit führte zu Strafzeiten. Die Verpflichtung zur Hilfeleistung stand an erster Stelle. Wie geht's? Alles in Ordnung? Ja, danke, die Reifenpanne haben wir selbst behoben. Ein Dialog, der während der Rallye des Öfteren zu hören war. Diese technischen Probleme berühren die Bewohner von Tifirassin wohl kaum. Nach der ersten intensiven Begegnung mit Marokkos Landschaft freuten wir uns alle auf die Rückkehr in unser Camp, wunderschön gelegen auf einem Hochplateau. Zeit zum Entspannen. Zeit für die ersten Reparaturen. Show halbe. Ein bisschen muss er rasten. So 2 Zentimeter. 1 Zentimeter, das reicht schon. Und am Abend denkt jeder noch einmal gerne an die Erlebnisse des Tages.
Am nächsten Tag Morgenstimmung, Aufbruch zur zweiten Etappe. Überquerung des niederen Atlas nach Mysur. Die enge Bergstraße erforderte von allen höchste Konzentration. Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, diente eine sehr langsame Durchschnittsgeschwindigkeit als Vorgabe. Vorsicht ist geboten, denn oft reicht der Wendekreis der Allradfahrzeuge nicht aus. Ein Stück zurück und beim zweiten Versuch klappt es. Nur zaghaft und mit Unterstützung der Streckenposten wird diese Spitzkehre passiert. Der tiefe Abgrund mahnt auch die forschen Rallye-Piloten zur Einsicht.